Schon bald geht es los mit der Neoklassik-Serie, wo wir probieren, das Haus ein auf eine unkomplizierte, frische Art mit klassischer Musik zu bespielen. Und man kann sich jetzt fragen, was ist genau Neoklassik? Was für Künstler sind das? Aber für das haben wir jemanden losgeschickt, der die Künstler für uns zu Hause holt. Als erster Künstler ist der Peter Gregson, ein englischer Cellist, der beim Deutschen Grammophon unter Vertrag ist und hat die Bach Cello Suite recomposen. It's about the melody. I'm Peter Gregson, I'm a cellist and composer. We're here in my little cupboard writing room at Air Studios in London, converted church into a big suite of recording studios. So I think neoclassical music to me is defined by pulling resources from everywhere. Kanye West from gospel music over here, from wherever, like Russian folk music, it's everything. So with Bach Recomposed, I wanted to approach it as both a cellist and a composer and think of the cello suites as sculptures rather than two-dimensional objects. And, you know, as you turn them in the light, you see new cracks, new crevices, new shapes appearing. Would Bach sound this way if he would have had a computer? That's a great question. No, Bach would sound a lot better. What he would be doing would be pushing it in such a different direction to what any one of us is doing now. But I hope my love and deep respect for Bach's music comes through this sort of dual interpretation. Für die zweite Ausgabe für Neoklassik haben wir die polnische Künstlerin Hania Rani gewinnen. Und sie macht mit ihrem Debütalbum Essia da in Bern halt. My name is Hania Rani. I'm a pianist and composer. Neoclassic to me it's new approach to instrument and a new approach also to listening. So what can people expect from your evening in Bern? What I want to give people, it's time, so and consciousness. In the end, it's all about just being with me. One exclusive hour, one to one. Mit Neoklassik wollen wir Produktionen zeigen, die aufs Casino zugeschnitten sind. Und was uns vor allem interessiert, ist, zusammen mit Schweizer Künstlerinnen und Künstlern neue Werke zu erschaffen. Also mit ihnen in einem kollaborativen Prozess neue Werke auf die Bühne zu bringen. Und wir freuen uns sehr.